Mein heutiger Gast ist einer unserer Lieblingsgäste überhaupt. Wir haben interne Kategorien und sie ist mit Sicherheit in dem Top 5, meine Damen und Herren. Und wie das so ist in internationalen Shows, sie kam vor wenigen Minuten mit dem Flugzeug aus Zürich. Wir konnten uns noch nicht mal Hallo sagen, wie das so ist in unserer Branche, sondern wir sehen uns jetzt zum ersten Mal und ich platze vor Neugier. Wie wird sie wohl aussehen? Unsere Sarah Kuttner! Schon wieder ein bisschen frisch geworden? Ach ja. Ich versuche mit der Arbeitslosigkeit, ist dir vielleicht aufgefallen, mit jetzt mehr auf Seriosität zu setzen. Wieso Arbeitslosigkeit? Guck mal von der Kleidung. Ich habe nur schwarz. Arbeitslos, ich arbeite nicht. Wieso? Du bist doch Freiberuflerin. Ja, oder nicht? Ja, also arbeite ich nicht. Wieso? Ja. Ich denke, du bist gerade auf Lesereise. Ja, das ist ja nur ein Hobby. Ach, bevor wir anfangen, liebe Grüße von Jürgen von der Lippe. Mit dem habe ich heute Mittag telefoniert. Warum? Und weil ich in seiner Büchersendung im November sein werde. Ach, richtig. Und weißt du was, da werde ich dein Buch vorstellen. Wirklich? Ja, das hat er mir empfohlen. Er findet es ganz toll. Und ich habe es auch zu weiten Teilen gelesen. Ja, und ich finde es wirklich ganz toll. Dein Buch heißt Das oblatendünne Eis der Zweidrittelwahrheit. Bitte? Das oblatendünne Eis der Zweidrittelwissens. Langsam geht mir mein Ex-Bruder auf den Sack. Ja. Aber es ist ein wozu sind wir eigentlich mit Putin befreundet, wenn sowas möglich ist? Ja, er kennt, er ist ein Riesenfan von dir. Er möchte nachher Händchen geben. Ja, ich habe nicht viele Fans, aber hartnäckige. Doch. Und das Buch ist wirklich sehr amüsant. Ich meine es nicht so anmaßend, wie es ist sehr gut. Du kannst toll schreiben, ja, und du hast wirklich Themen. Ich finde, das ist immer das Schwierigste, wenn man Kolumnen schreibt, überhaupt ein Thema zu finden. Ja, was so nicht das ist, ich kriege im Supermarkt immer den Wagen, wo das Rad eiert und so weiter. Ja. Ich sag mal zwei Themen, die mir haften geblieben sind. Wer trinkt Bionade? Ja. Und soll man im Winter eine Mütze aufsetzen? Ja. Und was ich auch ganz toll fand, warum du nicht in den Film reingegangen bist, wo Anke Engelke und ich zusammen im Bett lagen. Ja. Ja, das war auch eine super Begründung, weil du hast es toll formuliert, aber es war so, es klingt so ein bisschen sehr nach insidermäßig gemachtem Hype und ich habe ihn noch nicht gesehen. Ja, wie natürlich. Ist er denn? Toll. Ah. Ich kann dir eine DVD besorgen. Würde ich schon nehmen. Ja, aber das ist ein tolles Buch. Kann man nur empfehlen. Jetzt sag nochmal, es wurde weggenuschelt. Wie war der Titel? Das oblatendünne Eis des halben Zweidrittelwissens. So, genau. Und aus diesem Buch liest du vor? Ja. Auf Lesereisen? Richtig. Wie ist da die Atmo? Ist gut, die Atmo. Ist Atmo veraltet? Ist toll. Nee, ist wirklich toll. Sind so viele Leute da. Ich war schon die erste Lesung, ich habe im Frühling schon gelesen, es war so eine Promotour, waren bei der ersten Lesung gleich 400 Leute und ausverkauft. Und das ist sehr viel mehr als die in meiner Sendung waren. Und das ist wirklich toll, weil man dann mehr Feedback kriegt und so. Und es macht Spaß und ich bin nicht aufgeregt und das ist toll. Und ich lese mit den Leuten zusammen. Und so, jetzt habe ich bei der richtigen Tour, die ich ab jetzt anfange, schon 3 Termine gemacht. Gerade Zürich gestern. Wo? Und, wo in Zürich? Im Kaufleuten. Ah, das ist bekannt. Ganz toll. Ja, das ist toll. Ich war noch nie da, aber man liest es immer. Da. Wirklich? Ja. Ach, man kann dann hinterher da gleich. Die haben so ein Restaurant daneben, wo alle berühmten Menschen essen gehen. Al Gore, Tina Turner, haben die gesagt. Ich weiß es nicht. Madonna. Ja. Und so. Und wie viele Plätze sind das? Also, wo da du liest? Waren 500, glaube ich. Und die waren da? Die waren alle da. Das ist doch toll. Das war günstig. Das passte ganz gut, weil ich ja auch da war zum Lesen. Ja, zum Vorlesen. Ja, das wäre wirklich super doof gewesen, wenn die nicht da gewesen wären. Und liest du nur oder machst du so wie diese Rockpoeten, dass du so mit Kassettenrekordern wirfst oder so? Was so nee, aber ich habe schon, ich habe so 3 Einspiele aus der Sendung mit, weil die so gut passen und weil ich welche machen konnte, also habe ich so mitgebracht. Na, weil ich dachte, jetzt mache ich so eine Lesung und dann lese ich da 1,5 Stunden. Das ist doch, also das ist für mich öde und ich dachte vielleicht für den Zuschauer auch. Und dann lese ich mit so Leuten zusammen. Das ist immer sehr lustig, weil man sich dann mit denen unterhalten kann und so. Und man kann, weil dieses Prinzip der Kolumnen ist ja, die Süddeutsche stellt mir Fragen, also kann das Publikum mir auch Fragen stellen, nur dass die immer nicht so schlau sind wie die von der Süddeutschen. Aber dafür sehr unterhaltsam. Sehr, sehr, sehr unterhaltsam. Warum nicht mal fragen, wenn Wurst Musik machen würde, welche wäre die musikalischste? Oder ja, das fragen dich Leute. Wie beurteilst du Intelligenz als Außenstehende? Das klingt aber ein bisschen prätentiös, oder? Die sind witzig auch teilweise, ja. Eine Frage, die mich mal interessiert, ist, ist es Pflicht heutzutage mit einer Bierflasche schon an der Straßenbahn auszusteigen, wenn man zu einem Konzert geht?
War das nicht immer schon so? Na, also zu meiner Zeit. Ist das nicht zu Hause vorglühen, heißt das doch, oder nicht? Ja, aber man hat zu Hause vorgeglüht oder hat sich irgendwie die Kante gegeben, aber dass man sozusagen mit einer Bierflasche, die für mich auch wie vom Requisiteur gereicht aussieht. Das ist oder ist das schon wieder vorbei? Nein, das ist natürlich schon, das Volk ist Requisite auch. Also es geht natürlich darum, so schnell wie möglich dicht zu werden. Und halt aber super lässig dabei auch zu sehen. Und das funktioniert mit so einem schönen Becks, Entschuldigung, oder jedes andere Bier, aber das ist ja dann das, ich glaube, das ist das Styler-Bier. Ja. Und dann ist das natürlich Requisite. Man zieht sich also die hübsche Mütze auf und die niedlichen Jeans und die hübsche Flasche Bier. Trägt man Mütze? Es gibt Menschen, die tragen Mütze, ja. Trägst du Mütze im Winter? Nee, ich habe so einen kleinen Kopf, bei mir sieht es immer doof aus, ich würde so gerne. Aber man liest jetzt so, man kann ja auch ironisch Mütze tragen. Weißt du, was damit gemeint ist? Das geht gar nicht, ja? Naja, so generell Sachen ausschließlich ironisch machen, das finde ich immer ein bisschen doof. Das lehne ich auch ab. So. Nee, man muss schon, du weißt, was ich meine, man muss, also es ist natürlich, man kann natürlich sich ein No Angels T-Shirt anziehen, weil das super, super witzig ironisch wäre. Ja, nee, das wäre ja zum Beispiel, Manu war mal verknallt in eine von den No Angels. Er schneidet es immer ab. Ja, er schneidet es immer ab. Jedes Mal, gib sie mal zu. In welche denn? Ja, ich weiß nicht. Es war nicht Sandy, es war nicht die kleine Rothaarige, es war diese große, üppige... Nadja. Es war, glaube ich, Nadja. Als wenn du den Namen nicht mehr die Geschichte so erzählt, als wenn sie auf mich scharf gewesen wäre. Ja, so war es eigentlich. Das war es, stimmt. Sie hat ein bisschen in deine Richtung geflirtet, das muss so sein. Du erzählst immer von deiner Sendung, das ist Branchenschicksal. MTV hat deine Sendung abgesetzt. Ja, nein, sie haben keine zweite Staffel mehr gekauft. Ja, genau, ja. Ärgert dich das noch? Nee, na doch, ärgern tut's mich sehr. Ich bin nicht mehr traurig. Es ärgert mich schon, weil ich die gern gemacht habe und weil ich gerne selber bestimmt hätte, wenn die nicht mehr kommt. Aber so läuft es halt nicht im Fernsehen. Und letztendlich haben die mich natürlich insofern in eine Richtung getreten, die man vielleicht gehen muss, wenn man erwachsen werden will. Wieso? Nicht mehr andere was heißt machen. Das? Naja, ich bin wirklich so ein Fan von Gemütlichkeit. Ich habe Angst vor Neuem, ich fühle mich dann immer unwohl. Ich hatte da für 2 Jahre eine Sendung, die ganz viele Leute zum Kotzen fanden und ganz viele Leute aber auch toll. Ich war also total sicher da drin. Und jetzt bin ich von denen nicht wirklich vor die Tür gesetzt. Ich könnte ja, wenn ich wollte, da noch machen will ich aber irgendwie. Ja, wieso? Was wäre die Bedingung gewesen, dass man die Sendung weitermacht? Es gab keine Bedingung. Also man hat mir auch nicht angeboten zu sagen, wir könnten sie billiger machen, das wäre auch nicht gegangen oder ich hätte das nicht gewollt. Es gab keine Bedingung. Man meinte einfach, nein, danke, keine nächste Staffel. Und dann muss ich jetzt halt was Neues machen. Das ist eigentlich eine gute Sache. Ich find's nur gruselig ein bisschen. Wieso? Naja, weil da draußen sind so viele böse Menschen, die mich jetzt schon während dieser Sendung doof fanden. Und das ist, es gibt so viele Möglichkeiten. Was ist, aber dieses Gefühl kenne ich, privat. Weißt du das? Na, wirklich, naja, natürlich. Dass aber das Publikum gruselig, hasst, ne? Ist normal. Hm. Ja? Natürlich gibt es immer wieder Menschen, die einen mögen, die winken und shake hands und so weiter. Aber du bist doch jung, du hast dir doch nicht etwa den Schneid abkaufen lassen resigniert. Nein, ich bin da jetzt nur ehrlich. Also natürlich kann ich sagen, für immer mache ich weiter und ja, es gibt Gespräche und so, aber es ist natürlich so eine Unsicherheit. Sollte ich jetzt Privatfernsehen machen, ist das dann nicht noch schlimmer mit den Quoten? Ist man nicht sofort ein Arsch, wenn man Privatfernsehen macht? Will ich wirklich öffentlich-rechtlich machen, die sich überhaupt nicht trauen, junge Menschen zu haben und die dann wollen, dass ich für junge 50-Jährige Fernsehen mache? Es gibt so viele Möglichkeiten, die so unsexy sind. Du bist aber auch ein kleines Schleckemäulchen. Naja. Ja, also private, wieso? Das ist, aber das muss ich sagen, du schreibst so coole Texte in deinem Buch und dann hast du so eine Denke, wie ist man Arsch, wenn man privat? Das gibt, du machst dein Ding. Ich werde das machen. Und wirst einen Sender Gedanken finden, dem du die Gnade zuteil werden lässt, dass es ausstrahlen darf. Kann ich dich Papa nennen ab heute? Wir kennen uns jetzt schon 5-mal. Es wird Zeit, dass du ein Familienmitglied bist. Ja, aber ich bin überzeugt, dass du wieder zurück in dieses knallharte Business kommst, weil du kannst es. Dankeschön. Es gibt, die meisten können es nicht, aber du kannst es. Und jetzt bist du eigentlich wahrscheinlich ein bisschen so an der Maschinerie auch gestrandet oder am System. Oder, welches System? Naja, dieses Sendersystem, oder hast dich vielleicht auch ein bisschen verunsichern lassen oder vielleicht wäre mit etwas List die Sendung zu retten gewesen. Ich weiß es, ich kann es nicht beurteilen. Ich hatte das tatsächlich nicht, das war nicht so, dass ich es mir aussuchen konnte. Ich wurde 2-3 Monate, bevor die Sendung auslief, dahin gebeten und ich dachte, das sieht doch in Süd aus. War ja nicht. Und dann macht man die noch mit Würde zu Ende. Man kann natürlich dann anfangen zu randalieren. Das wurde ja auch schon so häufig gemacht und da hatte ich dann auch keine Lust, jetzt mit Absicht nur noch MTV zu sagen, dann macht man die vernünftig zu Ende und sorgt dafür, dass man eine Lesetour hat, damit man sich nicht langweilt und macht hier und da Sachen und macht dann weiter Fernsehen hoffentlich. Mit Sicherheit. Es gab wirklich keine, MTV hat einfach keine Kohle, dass jeder, der was anderes behauptet, erzählt Quatsch. Man kann sich jedes Pimp My irgendwas, kann man sich für umsonst aus Amerika leihen. Das kostet kein Geld. Und meine Sendung hat wirklich Geld gekostet, weil ich meine Leute auch bezahlen wollte und wir Einspieler machen wollten. Und das war einfach wirklich teuer und das stand dann augenscheinlich in keinem Verhältnis
zu den Quoten und dann kann ich das auch verstehen. Das ist so, gut, das ist Teil des Geschäfts, das ist ja wirklich so. Das sagt einem auch ja jeder Sender, das weiß man ja. Aber ich bin überzeugt, für dich kommt eine neue Chance. Okay. Und falls du unsicher bist, ruf mich an, weißt du? Weil wenn du dich falsch entscheidest, solltest du auf mich hören, weil ich sage, wie es richtig falsch ist. Ja, und du machst es ja auch für dich. Also genau. Ja. Alles klar, ja, sehr gerne. Komme ich darauf zurück. Wo ist die nächste Lesung? In, weiß ich nicht, ich glaube Köln am 11. Vielleicht kann man auf meiner Internetseite sich angucken. Die heißt wie? www.sarahkuttner.de. Mit Bindestrich oder was? Oder einfach durchgeschrieben? www.sarahkuttner.de. Wir sehen dich nächstes Mal wieder, wenn du wieder im Fernsehen... Ich danke dir sehr. ...dich genau richtig entschieden hast, egal was du machst. Papi. Ja. Wir sehen uns. Mäuschen. Jetzt, meine Damen und Herren, kommt eine Kollegin, die auch in Schwier... Stopp mal, hallo! Können das ist mein Applaus. Der wird hinterher viel größer. Ja, es gibt ja. Auch die Kollegin, die jetzt mit ihrer Sendung kommt, war in Schwierigkeiten. Bis gestern. Dann habe ich sie gepusht. Dann habe ich sie gecoacht. Und jetzt geht sie durch die Decke. Polylux mit Tita von Hardenberg. Ich selber muss jetzt in die Reha. Wir sehen uns wieder am nächsten Mittwoch. Dann ist Gast Bastian Pastewka. Schönes Wochenende. Bis dann. Tschüss.